Twent Enschede, wir sind die Holzfeste. Sie haben damals auch noch einige Spiele da als Trainer miterlebt. Ich versuche auf Deutsch zu reden, das ist ein bisschen schwer für mich, aber damals, Mitte Jahre 90, mussten wir auch plötzlich als Spieler damals Deutsch reden, weil der Hans Meyer war plötzlich unser Trainer, war noch ein bisschen unbekannt, aber das hat sich völlig geändert. Ich weiß noch genau, dass sie sind gekommen und hat zum Beispiel das Trainingsrhythmus ganz geändert. Das war damals sehr revolutionär. Normalerweise spielten wir am Sonntag, Montag, Dienstag trainieren und Mittwoch waren wir immer frei. Jede Mannschaft in Holland. Mittwoch nicht mehr frei, aber Sonntag spielen, Montag trainieren, Dienstag frei und Mittwoch dreimal trainieren. Jedermann hatte gesagt damals, er ist verrückt. Aber heutzutage trainiert noch jede Mannschaft in Holland in diesem Rhythmus. Und das war, haben sie damals geschafft. Ich muss sagen, wenn man sagt hier in Enschede oder in Holland, Hans Meyer, man redet immer noch mit sehr viel Respekt über ihnen. Und nochmals danke. Ich habe gehört, sie waren letzte Woche, haben sie ihre 75. Geburtstag gefeiert. Noch ein sehr schöner Glückwunsch. Und ich hoffe, wir hoffen alle hier in Enschede, dass sie noch viele schöne und sehr gesunde Jahre haben. Danke und bis gleich. Also, die mögen dich da, ne, Hans? Du hast Spuren hinterlassen. Das hat man deutlich rausgehört. War ein ganz, ganz wichtiger Spieler für mich, der Jan van Hals, weil er Charakter hatte und für mich ein, wie sagen wir immer, ein Führungsspieler, ohne dass er künstlich dazu gemacht wurde. Er war es von innen heraus, hat dann ja auch bei Ajax mal kurz gespielt, war für mich ein ganz wichtiger. Und ich muss dazu sagen, dass er jetzt so gut über mich gesprochen hat, das kostet mich natürlich auch Geld. Ja, wir haben jetzt jemanden aus Twente gehört. Twente Enschede, die erste Trainerstation von Hans Meyer im Westen. Und dann kam er nach Deutschland. Und wir alle mussten uns auf ihn einstellen und an ihn gewöhnen. Ich glaube, vor allem viele Kollegen von den Medien fanden das erstmal sehr ungewöhnlich, wen sie da vor sich hatten und wie Hans Meyer agiert hat. Vor dem Mikrofon, bei Pressekonferenzen und in Interviews. Wenn wir mit dieser Scheißtaktik bis zum Saisonende auswärts immer gewinnen, dann fragen Sie mich am besten nicht mehr, dann ist es richtig prima. Wieder der Herr Roth, unglaublich. Ich bin das erste Mal jetzt bei euch. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob die anderen, die bisher da waren, nicht viel, viel herziger begrüßt wurden. Unglaublich. Herr Heine, ja, ich grüße Sie. Fragen Sie mich in Zukunft nicht mehr solche Fragen, okay? Dann sind Sie bitte so nett und ich rufe später mal zurück, okay? Danke, tschüss. Steuerbüro. Wenn Sie mich vorher gefragt hätten, hätte ich mit Ihnen gar nicht erst diskutiert. Ich liebe euch alle. Das war die mediale Seite. Wenn man sagen muss, die Medienvertreter mussten sich umgewöhnen, dann ist das natürlich nur die eine Hälfte der Wahrheit. Wer sich vor allem umgewöhnen musste in Deutschland, waren die Spieler unter Hans Meyer. Jeder mit dem Ball macht, was er will und der andere fängt an und rennt. Hektik. Völlig sinnlos läufst du dahinter. Ihr denkt nicht mit. Da musst du ihm vielleicht mal einen Hinweis geben, wenn er es nicht sieht. Ha, Marcelo. Dein Freund der Ball. Wir lieben uns alle. Kommunikation. Ei, das ist doch keine Ballsicherheit. Guten Morgen, Alex. Wir trainieren schon. Ich hab das Gefühl, hier sind einige Jungs dabei, die dem anderen sagen, der ist nicht so scharf. Ja, Hans Meyer, so ein Rückblick lohnt sich bei Ihnen natürlich immer. Das waren auch deutliche Worte auf dem Fußballplatz. Waren Sie immer, ich glaube, die meisten Bilder waren jetzt da aus Nürnberg, aus der Nürnberger Zeit. Waren Sie immer so deutlich oder auch zu Anfang Ihrer Trainerkarriere? Nein, erst in Nürnberg. Erst in Nürnberg, weil es da notwendig war? Man ist doch, wie man ist. Und es ist ja nicht so, dass ich dauernd gebrüllt hätte. Das ist doch der... Das haben die Journalisten wieder so zusammengeschnitten. Der Zeigler, der böswilligerweise die ganzen schlechten Szenen rausgesucht hat. Und da wollte
wollte ich gerade sagen, der Vorteil beim Fernsehen ist ja, man kann ihnen keine Sprüche in den Mund legen, die dann tatsächlich nicht so passiert sind, sondern wir haben es ja dann. Da haben Sie mal einen, aber es existieren von mir sehr, sehr viele, die getürkt sind, die gefälscht sind, die aus dem Zusammenhang gekommen sind. Es ist ganz sicher so, dass das nicht alles stimmt, was da im Umlauf ist. Das stimmt, aber die deutlichen Worte auf dem Trainingsplatz, die waren sicher da und haben ja auch zum Erfolg geführt. Pokalsieger dann mit dem ersten FC Nürnberg geworden. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Na ja, so ein Pokal ist ein Pokal. Ja, okay, gut. Also wenn ich natürlich gerade jetzt die Ländermannschaften sehe und ich sehe Mannschaften gerade in der Champions League spielen, das habe ich ja mit Borussia Mönchengladbach in herrlicher Art in den letzten 3 Jahren auch total mitgemacht und genossen, dann sind das schon andere Größenordnungen als dort, wo ich rumgewerkelt habe. Ja, also wie gesagt, DFB-Pokal und Sie sind ja der Einzige, der in Ostdeutschland und Westdeutschland den Pokal geholt hat. Das ist jetzt auch nicht so unerfolgreich. Und soll ich Ihnen was sagen? Gerne, immer. Das nimmt mir niemand mehr. Das ist richtig, das stimmt. Und es ist ein Applaus wert. Das ist ein Applaus wert. Schwärmen von diesen Zeiten. Sie haben mit 66 aufgehört und auch schon des Öfteren gesagt, wenn ich aufhöre, dann bleibe ich auch dabei. Gekonnt habe, was ich auch gemacht habe, wie ich mein Leben gestaltet habe, war ich aber richtig zufrieden. Und da hat eigentlich, haben solche Träume, solche Gedanken ganz wenig Platz. Da bin ich zu sehr Realist. Mhm. Aber die Bayern sollen mal angefragt haben oder ist das auch wieder was nur geschrieben wurde? Glauben Sie, dass es, wenn ich jetzt sage, gehen Sie davon ja, aus? Es war was, dann das würde gut ankommen, das würde mir gut zu Gesicht stehen. Es war nie was dran. Dann können wir doch sowas jetzt wenigstens ausräumen. Ja. Das ist doch in Ordnung. Ein Zeigler kann sich ja auch einiges ausräumen. Ja, das Interessante ist übrigens, dass Hans Meyer vorhin gesagt hat, er hat sich in den letzten 45 Jahren nicht verändert. Das war gar nicht verabredet, aber ich kann das belegen. Wir haben ein Foto von Hans Meyer mit knapp 30. Das ist, glaube ich, wirklich frappierend, dass da es ist so viel passiert. Ne? Also, hast du auch noch ein Bild, wo ich nackig bin? Nee, das habe ich. Habe ich jetzt zumindest gerade nicht da. Wir hätten auch gerne mehr Bilder von dir als Spieler gezeigt. Das Interessante ist aber da, ich zitiere da jetzt nur, dass im Lexikon der DDR-Oberligaspieler wird Hans Meyer zitiert als überaus mäßiger Abwehrspieler mit einer mickrigen Oberligakarriere. Das ist also gar nicht so schwierig. Du möchtest was sagen, glaube ich, in dem Moment, oder? Sag mal, willst du jetzt auf Provokation machen? Ich wollte nur erklären, warum wir wenig Bilder gesehen haben. Wir sehen dich aber jetzt trotzdem mal in Aktion im Trikot von Carl Zeiss Jena als sehr robusten Abwehrspieler mit der Nummer 3. Und dann als Meister der DDR-Oberliga 1968. Also das war durchaus eine erfolgreiche Zeit. Hast du mal eine richtige Szene rausgesucht, wo zu sehen war, wie kreativ ich war? Wir hatten leider gar nicht so viel Auswahl bei den Szenen, muss ich dazu sagen. Also, das ist Meistertitel mit Carl Zeiss Jena. Und wir wollen jetzt aber dann doch auf die vor allem erfolgreichen Zeiten als Vereinstrainer kommen. 922 Spieler als Cheftrainer insgesamt im Bereich. Und dann auch Titelträger mit Carl Zeiss Jena. Für die Meisterschaft hat es nicht gereicht, weil da gab es immer übermächtige Mannschaften mit Dynamo Dresden oder dem BFC Dynamo Berlin. Aber es war eine Pokalmannschaft. Ne? Also Carl Zeiss Jena hat viel gemacht aus seinen Möglichkeiten. Würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich jetzt das erklären würde. Weil ich glaube, dass Carl Zeiss Jena immer eine Mannschaft hatte, die ganz oben mitgespielt hat. Ich habe ja gesagt, dass wir von diesen fast 13 Jahren, die ich bei Jena war, dass wir dort 10 Mal international gespielt haben. So kamen auch meine vielen Europapokalspiele zustande. Aber wir sind nie Meister geworden und das sagen ja im Nachhinein Kritiker, vielleicht sogar berechtigt, dass da 1-2 Mal Meister hätte rauskommen müssen. Aber ich habe natürlich auch meine Gründe, aber die werden wir jetzt nicht alle hier erzählen, sind alles Ausreden. Aber wir wollen uns ein paar Sternstunden angucken. Zum Beispiel den Pokalsieg 1972, da sehen wir einen sehr braven, artigen Hans Meyer im Interview unter anderem gleich. FC Carl Zeiss Jena,
herzlich beglückwünschen. Professor Meyer, darf ich mal um ein Wort bitten, Ihre Meinung zum Spiel? Meine Anerkennung, ganz prima. Danke. Wunderbar. Das war auch psychologisch für Ihre Mannschaft wichtig, dass kurz vor der Pause noch der Ausgleich gefallen ist. Das war sehr wichtig, obwohl dieses 1-1, ich glaube, da stimmen Sie mit mir überein, nicht dem Spielverlauf entsprach. Wir hatten 5 bis 6 klare Möglichkeiten der ersten Halbzeit. Dankeschön, Hans Meyer. Artig. Ne? Und dann kamen magische Europacup-Nächte, kann man, glaube ich, so sagen. Unter anderem ein Spiel, das niemand, glaube ich, vergisst, der es damals gesehen hat, vor allen Dingen in und um Jena. Ein Spiel gegen den AS Rom, Hinspiel 0-3 verloren, hoffnungslos. Und dann kam das hier. Legendär die Partie gegen den AS Rom im Abisportfeld. Jena hatte das erste Spiel 0-3 verloren und drehte den Spieß noch um. Und dann stand es 2-0 für Jena. Dann wechselte Meyer Andreas Bielau ein. Ich sag mal, diese Einwechslung damals mit Andreas Bielau, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht gespielt hatte bei uns, das war schon eine ganze Menge Glück dabei. Andreas Bielau wurde zum Matchwinner. Nur kurz nach seiner Einwechslung schoss er das 3-0. Damit war das Hinspielresultat egalisiert. Und dann setzte Bielau zur Überraschung aller noch einen drauf. Der AS Rom war draußen 4-0. Unvergessen das Ganze. Das sind so Spiele, die behält man für immer, oder? Nochmal? Das sind so Spiele, die behält man für immer, oder? So ein 4-0 gegen. Wenn du mal in den Osten gehst und Fußballinteressierte, die das bewusst miterlebt haben, die erinnern sich an dieses Spiel alle. Und zwar, das war natürlich eine große Sache. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die eigentlich von uns nicht hätte besiegt werden dürfen, weil sie die besseren Fußballer hatten. Unter anderem, das wird hier keiner wissen, der 20-jährige Angelotti hat gespielt, also der letzte Trainer von Bayern. Aber sie haben eine großartige Mannschaft gehabt mit Falcao, den Weltfußballer des Jahres, und an italienischen Nationalspielern noch. Und wir schaffen diese Sensation, das war natürlich eine ganz, ganz große Sache. Vor dem Finale, das dann auch noch erreicht wurde, später in Düsseldorf gegen Dynamo Tiflis, damals UdSSR, heute Georgien, gab es dann natürlich viel Hoffnung. Und es gab noch mal Bilder aus diesem Rom-Spiel eines Fotoreporters, die das DDR-Fernsehen so aufbereitete. Tja, eine ganze Skala des Gefühls, die der Jenas Trainer Hans Meyer während der unvergesslichen Aufholjagd gegen AS Rom durchlebte. Und es wäre zu schön, könnte Fotoreporter Eberhard Thonfeld auch am kommenden Mittwoch einen glücklichen Trainer inmitten seiner Spieler vor die Kamera bekommen. Ja, dann kam das Finale im Düsseldorfer Rheinstadion. 9000 Zuschauer waren nur dort und das Spiel lief unglücklich, kann man so sagen. Wir können, glaube ich, mal die Anzeigetafel zeigen für die Mannschaft von Hans Meyer. 63. Minute noch die Führung, dann relativ schnell der Ausgleich, kurz vor Schluss. Das Siegtor für die Gäste oder für den Gegner aus Tiflis. Und du hast mal gesagt, Hans, du warst dann froh, als das Rheinstadion endlich abgerissen worden ist. War ich sehr froh. Muss ich schon sagen, man verliert, als wenn man 40 Jahre auf der Bank gesessen hat, immer bei Leistungssportmannschaften, dann gewöhnt man sich natürlich auch daran, dass man gut umgehen muss mit Niederlagen. Wenn du das nicht schaffst, solltest du diesen Beruf lassen. Aber das muss ich schon sagen. Ich wusste natürlich, dass ich mit einer Bezirksauswahlmannschaft, wir konnten ja nicht transferieren, weder im Inland noch im Ausland, dass ich mit einer Bezirksauswahlmannschaft nicht wieder in einem Europapokalfinale sein werde. Das wusste ich. Und wenn du dann aber so verlierst, in der 68. Minute gehst du in Führung und eigentlich nicht unverdient, weil wir die klareren Möglichkeiten hatten gegen eine deutlich individuell bessere Mannschaft von Tiflis. Und wir lassen dann ein Konter zu, was uns die ganze Zeit vorher nicht passiert ist, zum 1-1 und 2 Minuten vor Schluss bekommst du den Gegentreffer, der nicht mehr zu korrigieren ist. Da hatte ich schon ein bisschen dran zu knabbeln, unmittelbar. Aber auch später habe ich öfter mal dran zurückerinnert. Und zwar nicht angenehm. Ja, sehen wir hier gerade noch. Hier sehen wir das Siegtor, 3 Minuten vor Schluss in diesem Europacup-Finale, Alleingang. Das ist schon so dann einer der bitteren Abende gewesen wahrscheinlich, ne?
sehe es gar nicht. Wir haben es hier jetzt nicht gesehen. Sie haben auch im Vorfeld gesagt, so viel wollen Sie gar nicht über die alten Zeiten reden. Nee, deshalb switchen wir vielleicht auch kurz einfach in die Neuzeit nochmal und kommen zu Themen, die es damals nicht gab. Aber da stelle ich mir die Frage, hätte sich ein Heinz Mayer denn in dieser Zeit damals schon einen Videobeweis gewünscht? Nein, nein. Den wünsche ich mir jetzt auch nicht, weil ich persönlich meine Meinung dazu habe. Ich glaube, wenn ich alle Fehlentscheidungen, und zwar die mehr Menschen als eine Million bewegt haben, wenn ich die alle zusammenzähle der letzten 30, 40 Jahre, dann fallen mir 4, 5 ein, da fällt mir die Hand von Maradona ein, da fällt mir das Wembley-Tor ein. Stellt euch mal vor, wir hätten damals schon den Videobeweis und es hätte sich herausgestellt, der war wirklich drin. Hätten wir noch nichts gehabt, die ganzen Jahre uns aber richtig, richtig betrogen zu fühlen. Da hätte uns doch was gefehlt, oder? Also ich sag's mal so, diese scheinbare, gerechter machende Variante, ich halte davon nicht viel. Er hat immer gesagt, das Entscheidende, die Torkamera immer, dass solche Dinge wie dem Kießling sein Tor damals, dass das nicht passiert. Und ansonsten die Masse von subjektiven Entscheidungen im Mittelfeld, die auch serienweise weiter passieren werden, etwas zur Diskussion für die Stammtische. Und ansonsten sollte man es alles lassen, wie es war. Aber das ist meine Meinung. Und natürlich ruft ganz Deutschland, was hat der alte Knacker für alte Ansichten? Sicherlich alle, aber du hast doch eine kleine Überraschung. Naja, Überraschung. Wir müssen noch über eine Frau reden, die uns seit vielen Jahren verbindet, und zwar Maria Katharina Kaspar. Eine Nonne aus dem im 19. Jahrhundert lebend, die in den 70er Jahren von Papst Paul VI. Heilig gesprochen wurde und die in einer Fernsehsendung, in der ein damals sehr junger Moderator mit Hans Mayer telefoniert hat, eine besondere Rolle gespielt hat. Schauen wir hier. Maria Katharina Kaspar sehen wir rechts im Bild. Und da muss man doch fragen, gibt es in deiner Familie einen klerikalen Hintergrund, von dem man noch nichts weiß? Und ich werde nie wieder bei dir zusagen. würde es alles im Grunde genommen nichts taugen, dieses ganze Geschwätz? Würdest du mal, wenn ich rede, dieses Bild wegnehmen? Okay, Entschuldigung. Ja. Okay. Ja. Und ich lache immer sehr, sehr gerne über dein Scherzchen. Ja? Solche Bilder wie das vorhin veröffentlichst du von mir nicht mehr. Sonst okay. Ich verklage dich. Gut. Okay. Ich nehme dich beim Wort. Ja. Da sie vom Papst heilig gesprochen ist, kann sie nichts mit mir zu tun haben. Aber du kannst mir das noch unterschreiben, oder? Das mache ich gerne. Ja. Aber schön, dass die Frau, die euch seit vielen Jahren verbindet, eine Nonne ist. Hätte ich so auch nicht gedacht. Ja. Und Hans Mayer, was lernen Sie also beim nächsten Mal tatsächlich nicht zusagen bei Anzeigler? Ach doch, wir kommen klar. Und ihn vielleicht auch nicht verklagen? Nicht mehr. Das ist verjährt, auf jeden Fall. Es war trotzdem schön, dass Sie da sind. Wir hoffen, Sie würden auch noch mal wiederkommen. Und Arndt, dann lässt du es bitte wirklich weg. Jetzt haben wir es auserzählt. Jetzt haben wir es auserzählt. Ich hätte mit euch zwar auch gerne über den aktuellen Fußball gesprochen, aber so fand ich es auch schön, dass ihr mir zum 75. ein kleines Geschenk gemacht habt. Also die Rückblicke von damals haben uns auch sehr erfreut. Und da haben Sie natürlich vollkommen recht, Hans Mayer. Wir könnten jetzt gerne noch eine Stunde sprechen über den aktuellen Fußball. Bloß so Sendezeit ist begrenzt im Fernsehen. Trotzdem hat es uns sehr gefreut, dass Sie da waren. Vielen Dank. Nächster Sportschau-Club, das müssen wir unbedingt noch darauf hinweisen, am 20. Dezember, dann nach dem Pokalspiel zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Wir sagen hier aus Herten, aus der Untertagebar, schönen Abend noch, gute Nacht und machen Sie was drauf. Ciao. Gekonnt habe, was ich gemacht habe, wie ich mein Leben gestaltet habe, war ich aber richtig zufrieden. Und da hat eigentlich, haben solche Träume, solche Gedanken ganz wenig Platz. Da bin ich zu sehr Realist. Aber die Bayern sollen mal angefragt haben, oder ist das auch wieder was nur geschrieben wurde? Glauben Sie, dass es, wenn ich jetzt sage, gehen Sie davon aus? Es war was, dann das würde gut ankommen, das würde mir gut zu Gesicht stehen. Es war nie was dran.
dann können wir doch sowas jetzt wenigstens ausräumen. Ja. Das ist doch in Ordnung. Ein Zeigler kann sich ja auch einiges ausräumen. Ja, das Interessante ist übrigens, dass Hans Meyer vorhin gesagt hat, er hat sich in den letzten 45 Jahren nicht verändert. Das war gar nicht verabredet, aber ich kann das belegen. Wir haben ein Foto von Hans Meyer mit knapp 30. Das ist, glaube ich, wirklich frappierend, dass da es ist so viel passiert. Ne? Also, hast du auch noch ein Bild, wo ich nackig bin? Nee, das habe ich... Habe ich jetzt zumindest gerade nicht da. Wir hätten auch gerne mehr Bilder von dir als Spieler gezeigt. Das Interessante ist aber da, ich zitiere da jetzt nur, dass im Lexikon der DDR-Oberligaspieler wird Hans Meyer zitiert als überaus mäßiger Abwehrspieler mit einer mickrigen Oberligakarriere. Das ist also gar nicht so schwierig. Du möchtest was sagen, glaube ich, in dem Moment, oder? Sag mal, willst du jetzt auf Provokation machen? Ich wollte nur erklären, warum wir wenig Bilder gesehen haben. Wir sehen dich aber jetzt trotzdem mal in Aktion im Trikot von Carl Zeiss Jena als sehr robusten Abwehrspieler mit der Nummer 3. Und dann als Meister der DDR-Oberliga 1968. Also das war durchaus eine erfolgreiche Zeit. Hast du mal eine richtige Szene rausgesucht, wo zu sehen war, wie kreativ ich war? Wir hatten leider gar nicht so viel Auswahl bei den Szenen, muss ich dazu sagen. Also, das ist Meistertitel mit Carl Zeiss Jena. Und wir wollen jetzt aber dann doch auf die vor allem erfolgreichen Zeiten als Vereinstrainer kommen. 922 Spieler als Cheftrainer insgesamt im Bereich. Und dann auch Titelträger mit Carl Zeiss Jena. Für die Meisterschaft hat es nicht gereicht, weil da gab es immer übermächtige Mannschaften mit Dynamo Dresden oder dem BFC Dynamo Berlin. Aber es war eine Pokalmannschaft. Ne? Also Carl Zeiss Jena hat viel gemacht aus seinen Möglichkeiten. Würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich jetzt das erklären würde. Weil ich glaube, dass Carl Zeiss Jena immer eine Mannschaft hatte, die ganz oben mitgespielt hat. Ich habe ja gesagt, dass wir von diesen fast 13 Jahren, die ich bei Jena war, dass wir dort 10-mal international gespielt haben. So kamen auch meine vielen Europapokalspiele zustande. Aber wir sind nie Meister geworden und das sagen ja im Nachhinein Kritiker, vielleicht sogar berechtigt, dass da 1-2 Mal Meister hätte rauskommen müssen. Aber ich habe natürlich auch meine Gründe, aber die werden wir jetzt nicht alle hier erzählen, sind alles Ausreden. Aber wir wollen uns ein paar Sternstunden angucken. Zum Beispiel den Pokalsieg 1972, da sehen wir einen sehr braven, artigen Hans Meyer im Interview unter anderem gleich. Herzlich beglückwünschen. Professor Meyer, darf ich mal um ein Wort bitten, Ihre Meinung zum Spiel? Meine Anerkennung, ganz prima. Danke. Wunderbar. Es war auch psychologisch für Ihre Mannschaft wichtig, dass kurz vor der Pause noch der Ausgleich gefallen ist. Das war sehr wichtig, obwohl dieses 1-1, ich glaube, da stimmen Sie mit mir überein, nicht dem Spielverlauf entsprach. Wir hatten 5 bis 6 klare Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Dankeschön, Hans Meyer. Artig. Ne? Und dann kamen magische Europacup-Nächte, kann man, glaube ich, so sagen. Unter anderem ein Spiel, das niemand, glaube ich, vergisst, der es damals gesehen hat, vor allen Dingen in und um Jena. Ein Spiel gegen den AS Rom, Hinspiel 0-3 verloren, hoffnungslos. Und dann kam das hier. Legendär die Partie gegen den AS Rom im Abi-Sportfeld. Jena hatte das erste Spiel 0-3 verloren und drehte den Spieß noch um. Und dann stand es 2-0 für Jena. Dann wechselte Meyer Andreas Bielau ein. Ich sag mal, diese Einwechslung damals mit Andreas Bielau, der bis zu diesem Zeitpunkt nicht gespielt hatte bei uns, das war schon eine ganze Menge Glück dabei. Andreas Bielau wurde zum Matchwinner. Nur kurz nach seiner Einwechslung schoss er das 3-0. Damit war das Hinspielresultat egalisiert. Und dann setzte Bielau zur Überraschung aller noch einen drauf. Der AS Rom war draußen 4-0. Unvergessen das Ganze. Das sind so Spiele, die behält man für immer, oder? Nochmal? Das sind so Spiele, die behält man für immer, oder? So ein 4-0 gegen. Wenn du mal in den Osten gehst und Fußballinteressierte
die das bewusst miterlebt haben, die erinnern sich an dieses Spiel alle. Und zwar, das war natürlich eine große Sache. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die eigentlich von uns nicht hätte besiegt werden dürfen, weil sie die besseren Fußballer hatten. Unter anderem, das wird hier keiner wissen, der 20-jährige Angelotti hat gespielt, also der letzte Trainer von Bayern. Aber sie haben eine großartige Mannschaft gehabt mit Falcao, den Weltfußballer des Jahres, und an italienischen Nationalspielern noch und noch. Und wir schaffen diese Sensation. Das war natürlich eine ganz, ganz große Sache. Vor dem Finale, das dann auch noch erreicht wurde, später in Düsseldorf gegen Dynamo Tiflis, damals UdSSR, heute Georgien, gab es dann natürlich viel Hoffnung. Und es gab noch mal Bilder aus diesem Rom-Spiel eines Fotoreporters, die das DDR-Fernsehen so aufbereitete. Tja, eine ganze Skala des Gefühls, die der Jenas Trainer Hans Meyer während der unvergesslichen Aufholjagd gegen AS Rom durchlebte. Und es wäre zu schön, könnte Fotoreporter Eberhard Thonfeld auch am kommenden Mittwoch einen glücklichen Trainer inmitten seiner Spieler vor die Kamera bekommen. Ja, dann kam das Finale im Düsseldorfer Rheinstadion. 9000 Zuschauer waren nur dort und das Spiel lief unglücklich, kann man so sagen. Wir können, glaube ich, mal die Anzeigetafel zeigen für die Mannschaft von Hans Meyer. 63. Minute noch die Führung, dann relativ schnell der Ausgleich, kurz vor Schluss. Das Siegtor für die Gäste oder für den Gegner aus Tiflis. Und du hast mal gesagt, Hans, du warst dann froh, als das Rheinstadion endlich abgerissen worden ist. War ich sehr froh. Muss ich schon sagen, man verliert, als wenn man 40 Jahre auf der Bank gesessen hat, immer bei Leistungssportmannschaften, dann gewöhnt man sich natürlich auch daran, dass man gut umgehen muss mit Niederlagen. Wenn du das nicht schaffst, solltest du diesen Beruf lassen. Aber das muss ich schon sagen. Ich wusste natürlich, dass ich mit einer Bezirksauswahlmannschaft, wir konnten ja nicht transferieren, weder im Inland noch im Ausland, dass ich mit einer Bezirksauswahlmannschaft nicht wieder in einem Europapokalfinale sein werde. Das wusste ich. Und wenn du dann aber so verlierst, in der 68. Minute gehst du in Führung und eigentlich nicht unverdient, weil wir die klareren Möglichkeiten hatten gegen eine deutlich individuell bessere Mannschaft von Tiflis. Und wir lassen dann ein Konter zu, was uns die ganze Zeit vorher nicht passiert ist, zum 1-1 und 2 Minuten vor Schluss bekommst du den Gegentreffer, der nicht mehr zu korrigieren ist. Da hatte ich schon ein bisschen dran zu knabbeln, unmittelbar. Aber auch später habe ich öfter mal mich zurückerinnert. Und zwar nicht angenehm. Ja, sehen wir hier gerade noch. Hier sehen wir das Siegtor, 3 Minuten vor Schluss in diesem Europacup-Finale, Alleingang. Das ist schon so dann einer der bitteren Abende gewesen wahrscheinlich, ne? Ist gar nicht. Wir haben es hier jetzt nicht gesehen. Sie haben auch im Vorfeld gesagt, so viel wollen Sie gar nicht über die alten Zeiten reden. Nee, deshalb switchen wir vielleicht auch kurz einfach in die Neuzeit nochmal und kommen zu Themen, die es damals nicht gab. Aber da stelle ich mir die Frage, hätte sich ein Hans Meyer denn in dieser Zeit damals schon einen Videobeweis gewünscht? Nein. Den wünsche ich mir jetzt auch nicht. weil ich persönlich meine Meinung dazu habe. Ich glaube, wenn ich alle Fehlentscheidungen, und zwar die mehr Menschen als eine Million bewegt haben, wenn ich die alle zusammenzähle der letzten 30, 40 Jahre, dann fallen mir 4, 5 ein. Da fällt mir die Hand von Maradona ein, da fällt mir das Wembley-Tor ein. Stell dich mal vor, wir hätten damals schon den Videobeweis und es hätte sich herausgestellt, der war wirklich drin. Hätten wir noch nichts gehabt, die ganzen Jahre. Uns aber richtig, richtig betrogen zu fühlen. Da hätte uns doch was gefehlt, oder? Also ich sag's mal so, diese scheinbare, gerechter machende Variante, ich halte davon nicht viel. Ich hätte immer gesagt, das Entscheidende, die Torkamera immer, dass solche Dinge wie dem Kießling sein Tor damals, dass das nicht passiert. Und ansonsten die Masse von subjektiven Entscheidungen im Mittelfeld, die auch serienweise weiter passieren werden, etwas zur Diskussion für die Stammtische. Und ansonsten sollte man es alles lassen, wie es war. Aber das ist meine Meinung. Und natürlich ruft ganz Deutschland, was hat der alte Knacker für alte Ansichten? Sicherlich alle, aber du hast doch eine kleine Überraschung. Naja, Überraschung.
Wir müssen noch über eine Frau reden, die uns seit vielen Jahren verbindet, und zwar Maria Katharina Kaspar, eine Nonne aus dem im 19. Jahrhundert lebend, die in den 70er Jahren von Papst Paul dem VI. Heilig gesprochen wurde und die in einer Fernsehsendung, in der ein damals sehr junger Moderator mit Hans Meyer telefoniert hat, eine besondere Rolle gespielt hat. Schauen wir hier. Maria Katharina Kaspar sehen wir rechts im Bild. Und da muss man doch fragen, gibt es in deiner Familie einen klerikalen Hintergrund, von dem man noch nichts weiß? Und ich werde nie wieder bei dir zusagen. würde es alles im Grunde genommen nichts taugen, dieses ganze Geschwätz? Würdest du mal, wenn ich rede, dieses Bild wegnehmen? Okay, Entschuldigung. Okay. Ja, Arndt, ich lache immer sehr, sehr gerne über dein Scherzchen. Ja? Solche Bilder wie das vorhin veröffentlichst du von mir nicht mehr. Sonst okay. Ich verklage dich. Gut. Okay. Ich nehme dich beim Wort. Ja. Da sie vom Papst heilig gesprochen ist, kann sie nichts mit mir zu tun haben. Aber du kannst mir das noch unterschreiben, oder? Das mache ich gerne. Ja. Aber schön, dass die Frau, die euch seit vielen Jahren verbindet, ja, eine Nonne ist. Hätte ich so auch nicht gedacht. Ja. Ja. Und Hans Meyer, was lernen Sie also beim nächsten Mal tatsächlich nicht zusagen bei Anzeigler? Ach doch, wir kommen klar. Und ihn vielleicht auch nicht verklagen? Nicht mehr. Nee, das ist verjährt auf jeden Fall. Es war trotzdem schön, dass Sie da sind. Wir hoffen, Sie würden auch noch mal wiederkommen. Und Arndt, dann lässt du es bitte wirklich weg. Jetzt haben wir es auserzählt. Jetzt haben wir es auserzählt. Ich hätte mit euch zwar auch gerne über den aktuellen Fußball gesprochen, aber so fand ich es auch schön, dass ihr mir zum 75. ein kleines Geschenk gemacht habt. Also die Rückblicke von damals haben uns auch sehr erfreut. Und da haben Sie natürlich vollkommen recht, Hans Meyer. Wir könnten jetzt gerne noch eine Stunde sprechen über den aktuellen Fußball. Bloß so Sendezeit ist begrenzt im Fernsehen. Trotzdem hat es uns sehr gefreut, dass Sie da waren. Vielen Dank. Nächster Sportschau-Club, müssen wir unbedingt noch darauf hinweisen, am 20. Dezember, dann nach dem Pokalspiel zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Wir sagen hier aus Herten, aus der Untertagebar, schönen Abend noch, gute Nacht und macht's gut.